Liebes Tagebuch, habe berechtigte Zweifel daran, dass mein Plan von einem glücklichen Leben aufgeht. Dabei hatte ich bereits mit 13 den perfekten Plan. Noch bevor ich 30 war, würde ich erfolgreich sein. Ich würde schlank sein. Und ich würde den perfekten Mann heiraten. Ja, ich will. 16 Jahre später stehe ich da. Fast 30 Jahre alt. Ohne Mann. Mit einem gebrochenen Herzen. Gut, dafür habe ich 5 Kilo Übergewicht. Oh nee. Aber das ist doch kein Grund, alles aufzugeben. Unter uns, ich habe nicht mehr wirklich viel, was ich aufgeben könnte. Gut. Wenn Sie springen, springe ich auch. Und ich bin wirklich der schlechteste Schwimmer der Welt. Entschuldigung, eine Frage. Sind Sie total bescheuert? Ja. Und Sie sind eine tolle Frau. Und Sie sind jung. Und Sie haben doch gerade geheiratet. Ja, ich glaube, er heiratet lieber seine Arzthelferin. Zumindest sah es vorhin so aus. Es gibt Menschen, die Ihnen zuhören, die mit Ihnen eine Lösung finden werden. Nicht springen! Fass mich doch nicht an! Oh! 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 Hallo? Hallo? Okay. Erst die Schokolade. Und dann kommt der Hippokratische Eid. Ich komme, halten Sie durch! Dann sind Sie eigentlich total bescheuert. Sie haben doch nicht wirklich, glaube ich, mich umgebracht. Naja, eine Frau im Brautkleid, die heulend über eine Brüstung klettert. Ich bin eine Woche vor meiner Hochzeit betrogen worden. Ja, ich kann jetzt erstmal wieder bei meinen Eltern einziehen. Da hängt man schon mal an seinem Schokoriegel. Dafür, dass ich Ihnen gerade das Leben retten wollte, sind Sie aber ganz schön zickig. Ach ja? Sie aber auch dafür, dass ich Ihres gerade gerettet habe. Und? Werden Sie ihm verzeihen? Naja, ich meine, es war ja nicht seine Schuld, dass seine Arzthelferin so blond und billig angemacht hat, ne? Natürlich werde ich ihm nicht verzeihen. Ich hätte auch fremdgehen können. Und ich sag ihm jetzt mal was, ja? Vielleicht mache ich das jetzt auch mal. Irgendwo. Mit irgendwem. Einfach so. Weiß nicht. Ich glaube, Sie sind eher so der Typ wahre Liebe, hm? Ja, ich bin Arzt. Ich muss los. Echt? Ich bin auch Arzt. Sehen gar nicht aus wie einer. Ja? Sie auch nicht. Wie heißen Sie überhaupt? Ich glaube, Sie sollten erst mal rausfinden, wer Sie sind. Hm? Psychologen sind keine richtigen Ärzte. Das ist nur mal so am Rande. Nichts ist beruhigender als der Duft der Heimat. Ich weiß gar nicht, was dich daran traurig macht. Wenn Gretchen unter die Haube kommt, ja, dann... Babs, ich komme mir so alt vor. Du bist alt, Franz. Ich bin überhaupt nicht alt. Ich kann 40 Minuten am Stück laufen, ja? Margarete? Kälbchen. Was machst du denn hier? Wolltet ihr heute nicht... Wir hatten doch telefoniert, du hattest doch einen Termin beim... Schneider mit dem
Kleid? Nein. Doch. Nein, Gretchen. Doch, Mama. Was ist denn los? Hast du wieder zugenommen, hm? Peter hat mich betrogen mit einer Arzthelferin. Er ist doch Kinderarzt. Um es auf den Punkt zu bringen, ich konnte diesen Kinderarzt-Fuzzi noch nie leiden, wie der seine Praxis eingerichtet hat, ja? Der ist doch geistig nicht viel weiter als seine Patienten. Der kriegt dich nicht, niemals! Franz, jetzt hör doch auf, sie will sich ja schließlich nicht von ihm trennen. Um ehrlich zu sein, Mama, ich spiele mit dem Gedanken. Aber du bist fast 30, du kannst doch jetzt nicht einfach alles aufgeben, noch dazu wegen einer Arzthelferin. Gretchen hat meine Hände, sie gehört in ein Krankenhaus. Eine Frau in der Chirurgie. Stell dir vor, es gibt sogar welche, die fahren Auto. Gretchen, was soll denn jetzt diese Karriere denken? So ein Facharzt für Chirurgie ist doch schnell gemacht, hm? Kälbchen, das war doch immer dein Traum, hm? Ja, eben. Und wenn ich Peter nicht getroffen hätte, dann wäre ich doch sowieso ins Krankenhaus gegangen. Ich wollte Karriere machen. Und dann war Peter mit dir essen und meinte auf einmal, lass uns doch eine Praxis aufmachen. Dafür hat er ja auch 20.000 von uns gekriegt, ne? Ja. Ihr habt ihm Geld gegeben? Ja, wir wollten, dass du eine Praxis hast. Da kannst du auch mal aussteigen zum Kinderkriegen und damit du glücklich bist. Ja, schaut euch an, wie glücklich ich bin! Oh, was machst denn du hier? Schon wieder Weihnachten? Danke gleichfalls. Ich dachte, du bist in München, studierst Jura. Ach, ich lass das mit Jura. Ich mache Medizin. Und damit ich weiter bin, wenn das Studium beginnt, mache ich bei Papa ein Stationspraktikum. Heiratest du nicht in Köln? Peter hat mich betrogen. Echt? Krass. Susi hat auch mit mir Schluss gemacht. Na cool. Kannst du wieder hier wohnen? 23 müsste man sein. Hier, weißt du noch den Aufsatz aus dem ersten Semester? Warum ich Mediziner werden will? Kann ich den abschreiben? Ach, sag mal, Jochen, man wird doch wohl wissen, wieso man Arzt werden will. Entschuldigung, kann ja nicht jeder so ein Streber sein wie du, hä? Der Tag, an dem ich wusste, dass ich Ärztin werden will, war der 7. März 1986. Es gab Leberwurstbrot. Leberwurstbrot und Marc Meyer. Mein Vater hatte es so oft mit uns geübt. Und ich dachte mal, wie langweilig. Aber als Marc Meyer aus der 7C, der aussah wie David Hasselhoff in Jung, wieder einen Sinusrhythmus bekam und seine Pupillen wieder isochor waren, geht's wieder? Da wusste ich's. Ich muss Ärztin werden. Hasenzahn hat dich voll abgeknutscht. Hey. Und ich würde Marc Meyer für den Rest meines Lebens aus dem Weg gehen. Papa, ich habe mich entschieden. Ich fange in der Chirurgie an. Nein! Doch. Das ist genau das, was ich immer wollte. Und ich habe mich davon abbringen lassen. Pff, von einem Mann. Ich nehme dich gleich mit auf Station. Da machen wir einen Arbeitsvertrag. Nein. Erst wird in Ruhe gefrühstückt. Jochen! Sie frühstückt seit 40 Minuten. Das ist ihr fünftes Schokoladenbrötchen. Franz, jetzt lass das Kind essen. Sie ist ganz dünn. Genau. Wo denn? Morgen. Morgen. Fressattacken sind oft ein Anzeichen für eine Schwangerschaft. Mama, lass doch mal, es tut weh. Noch ein Anzeichen für eine Schwangerschaft. Ist ja auch ab und zu übel. Hypermesis, Gravidarum. Jochen, wir wissen, du hast deinen Schrembel auswendig gelernt und gleich kannst du der Babyplatzwunde nachgucken. Mama, ich brauche meinen alten Kittel. Ja. Jetzt iss erst mal auf. Der ist so eng. Ja, den habe ich wohl zu heiß gewaschen. Mama, sehe ich dick aus? Wir waren alle mal barock, das verwächst sich. Wann, mit 60? Plötzliche Gewichtszunahme, Merkmal 3. Bitte, nenn es Jochen. Wollen wir? Jetzt. Dr. Hase.
bitte wieder mit dem Auto zur Arbeit. Du bist hier Chef. Ich sehe lieber bescheuert aus, als zu verkalken und zu verfetten. Habt ihr angebaut? Tut gut, wieder Krankenhausluft zu schnuppern, oder? Ja, das tut's wirklich. Oh, oh. Zu viel Dekolleté für den ersten Tag. Dr. Kahn, bitte dringend in den Kreissaal. Dr. Kahn, bitte dringend in den Kreissaal. Ist hier die Cafeteria? Nein, die sind abgeschossen. Ach, danke schön. Ups. Och. So. Danke schön. Sie sind ein Engel. Vielen Dank. Tschüss, Schwester. Schwester? Hasenzahn. Ich bin's, Mark. Mark? Mark Meyer? Mark Meyer? Dessen Lippen ich nur einmal berühren durfte? Der meine Pubertät zur Hölle gemacht hat? Und in den ich trotzdem bis zum Abi verliebt war? Du hast mich mal wiederbelebt? In der 6. Ach, der! Der? Mensch, du, ich hab so viele Leute reanimiert, da merkt man sich nicht jedes Arschgesicht. Gretchen Hase. Ich dachte, du lebst in Köln und irgendwer sagte, du bist ganz schlank geworden, aber du siehst aus wie immer. Marc, ich hoffe, du bist hier, weil du sehr krank bist und niemand dich retten kann. Deine Spange ist draußen. Bisschen früh vielleicht, was? Herr Professor, wenn ich Sie gerade erwische, würden Sie mir bitte, bitte ganz kurz das BTM-Rezept unterschreiben, ja? Schwester Gabi. Danke. Bitte sehr. Da bist du ja. Gretchen, das ist Dr. Meyer, Oberarzt. Das ist meine Tochter Margarete. Sie interessiert sich für eine Assistenz in der Chirurgie. Ach, dann wäre ich ja dein Chef. Der Sohn ist 32. Ja, er ist der jüngste Oberarzt, den wir je hatten. Der Mann ist begnadet. Ach, Professor, Sie wieder. Wunderbar, dass ihr beiden euch so gut versteht. Er wird ein bisschen auf dich aufpassen. Mensch, ich wünschte, ich könnte mit euch Jungspunden noch einmal alle Abenteuer erleben, die ein Krankenhaus für junge, mutige Götter bereithält. Auf! Zur Visite! Ich will ja nicht wissen, wie du diesen Job gekriegt hast. Ich meine, dein Abi hast du nur bekommen, weil du mit der Schneider geschlafen hast, ne? Ich glaube, im Bio gibt's sowas als Nachhilfe. Unter uns gesagt, ich bin hier der Beste. Also zück deine rosa Katzenblöcke und schreib mit, was Gott dir zu sagen hat. Mein größter Wunsch ist nicht in Erfüllung gegangen. Marc ist nicht hässlich und dick geworden. Na, Frau Schmitz? Der Bauch mal wieder? Ja. Yeah. Oh, sieht sogar im Kittel so scharf aus, als ob er Werbung für Buttermilch macht. Epigastrische Beschwerden, ihre Divertikulose. Professor Hase? Der nimmt doch Botox. Ja. Tuberkulose? Ja. Genau, Frau Schmitz. Tuberkulose. Ja. Und die Artikel. Das sind kleine Ausstülpungen ihrer Darmwand. Du kommst zurecht, Kälbchen, ne? Ich komme. Kälbchen? Die Werte, die passen aber nicht so ganz zu einer reinen Divertikulitis, Herr Meyer. Bitte? Mhm. Wir hatten da Schwester, mal so einen Fall beim Bitte bringen Sie mir doch ein Glas Wasser, ja? Ich bin keine Nur Schwester, bringen Sie doch der Frau ein Glas Wasser. Und er hat sich überhaupt nicht verändert. Ich würde ein EKG machen, eine anständige Anamnese. Hasenzahn, diese Frau ist ständig hier. Wir kümmern uns lieber um die wichtigen Dinge und ich spreche nicht vom Essen. So, Frau Scherer, wir haben uns also einen kleinen Kampfhund gekauft. Dann lassen Sie mal sehen. Schauen Sie mich mal an. Stolpert Ihr Herz manchmal ein bisschen? Kann das sein? Ja, ja, sehr. Machen Sie mir bitte ein EKG und fordern die Laktatwerte aus dem Labor, ja? Hast du irgendwas nicht kapiert? Die Frau ist Kassenpatientin, du machst hier keinen großen Aufwand. Wir dürfen sie in die Psychosomatik. Du willst sie abschieben? Ja, auf. Marc, ich glaube, diese Frau hat Herzrhythmusstörung. Die Diagnose überlassen wir mal lieber dem Oberarzt. Ja, mein Gott, jetzt mach dich doch nicht so breit, bevor du überhaupt unterzeichnet hast. Professorentöchterchen. Laktatwerte. Ich wusste es. Nummer von der Radiologie, bitte. Radiologie Fuchs? Ja, Dr. Fuchs, Dr. Hase hier. Sehr witzig.
Ja, was ist? Dr. Fuchs, ich habe hier eine Patientin mit Herz-RS und akuten starken Bauchschmerzen. Ich brauche eine Angiografie. So, Frau Schmitz, die Kollegin spritzt Ihnen jetzt ein Kontrastmittel und dann können wir in dieser Maschine gucken, ob Sie eventuell einen Gefäßverschluss am Darm haben. Ach, Sie meinen eine Verstopfung? Nein, ich meine eher sowas wie ein Herzinfarkt im Bauch. Also für eine Schwester haben Sie ziemlich verrückte Ideen. Sag mal, wie kommst du eigentlich dazu? Weißt du, was eine CT kostet? Marc. Dein Vater hält mir täglich vor, dass wir sparen müssen. Und ich habe ihm persönlich versprochen, dass... Oh, musst du schleimen, dass der Chef dir auch deine Forschung bezahlt. Entschuldigen Sie, Moment, bitte. Du kommst hier nicht vom Arsch der Welt und hältst mir vor, wie ich meine Station... Frau Schmitz hat einen kompletten Verschluss. Akut. Ja, ich habe selbst gerade. Ein großer Ast der Mesenterica Superior ist fast komplett zu. Ups. Hat sich Gott wohl geirrt, hm? Also, Hannes... Das hier ist Frau Hase. Die macht hier einen Schnupperkurs als zweite Assistenz. Und wird ein paar Haken, ansonsten die Klappe halten. Mein lieber Marc, ohne mich wäre diese Frau morgen in der Patte und du deine Zulassung los. Ist nach dem Bietchenstempel. Erinnere mich dran. Bitte, bitte. Hase! Danke. Und auf Blutstellung achten? Tut mir leid. Was für ein Arschloch! Wolltest du nicht heiraten? Ach, verstehe. Blutstellung? Oh nein. Das ist unser Lied. Blutstellung? Peters und mein Lied. Nein. Da, wo es herkommt, nicht, wo es hinläuft. Bitte lass dieses Lied aufhören. Bitte. Halt mal so. Mir wird ganz anders. Entschuldigung, Schwester. Halt da was im Auge. Du bist hier nämlich im Kreissaal. Sie wird nicht geholt. Bipolar wird das? Können Sie mal bitte übernehmen? Oh ja, die Morgenübelkeit ist das Schlimmste. Sie produzieren doch auch schon Milch, oder? Milch? Alles Gute. Bitte, kein Kind von Peter. Ah ja, Dr. Kahn, ich glaube, wir haben den Junkie. Da rufe ich doch gleich mal den Sicherheitsdienst. Nee, das ist nur ein Missverständnis. Ich bin aus der Chirurgie und ich habe eigentlich nur einen Schwangerschaftstest gesucht. Und da war keiner und wir kennen uns doch von der Brücke. Dr. Kahn, Oberarzt. Gut, Frau Kollegin Hase, wir haben keine Schwangerschaftstests. Wir machen nur Beta-HCGs. Ja, dann... Nehmen wir Ihnen mal schnell Blut ab. So, jetzt aber bitte nicht wehtun, ja? Weil ich mag es überhaupt nicht, wenn Ärzte so ruppig sind. Das war jetzt aber irgendwie schöner als sonst. Das Geheimnis ist tief, aber nicht zu tief. Sagen Sie, haben Sie das Gefühl, dass ich Milch produziere? Um das herauszufinden, müsste ich Ihre Brust abtasten. Dann warte ich doch lieber auf das Laborergebnis. Hassan, ich weiß, als Allgemeinmedizinerin hat man nicht viel Erfahrung. Aber normalerweise ist eine OP dann zu Ende, wenn der Patient wieder zu ist. Ich weiß, ich hab... Na? Wie ist die OP gelaufen? Hat meine Tochter schon gezeigt, dass ein echter Hase in ihr steckt? Herr Professor, meine Verneigung, es wurde soeben medizinische Geschichte geschrieben. Sie hat ihre Hände. Reden Sie ihr zu. Sie zweifelt, ob sie ihren Facharzt machen sollte. Sie fürchtet, dem Stress nicht gewachsen zu sein. Ach, du zweifelst? Du bist doch wie geschaffen für den Beruf. Herr Professor? Kälbchen, die Kollegen sind doch schon auf deiner Seite. Ich weiß gar nicht, wieso du noch überlegst, hm? Anfange, dann wird er mich quälen. Tag für Tag. Und ich werde immer dicker werden. Und dann an Adipositas sterben. Vielleicht wird aus einer blöden Allgemeinmedizinerin wirklich keine Chirurgin. Rufen Sie das Reha-Team und Dr. Meyer. Die Sauerstoffsättigung ist gefallen auf 81. Der ist kurz in der Ambulanz. Was hat die denn? Na, hoffentlich keine Embolie.
Oh Gott. Ein Blutgerinnsel aus der unteren Extremität, das in der Lunge feststeckt. Jetzt flimmert's. Kammerflimmern. Ich brauche den Defi und bereiten es in Ampulle Supra vor. Okay. Es geht auch so. Was machen Sie denn da? Präkordialer Faustschlag. Wir müssen das Flimmern unterbrechen. Jetzt ist sie tot. Nicht mehr lange. Supra, jetzt. Und den Ambubeutel mit Sauerstoff. Nicht richtig drauf, Mensch, richtig drauf. Die müssen ihn richtig drauf machen. Spring an. Sechs. Ich glaube, ich kipp weg. Los, komm schon, spring an. Die roten Rollerblades. Frau Schmitz? Patientin stabil. Können Sie mich hören? Vielleicht gibt es dir was Kardioproduktives. Das ist für das Organ, was du nicht kennst. Das Herz. Was für eine Frau. Habe soeben ein Leben gerettet. Tja, Dr. Meyer, jetzt haben Sie Ihr Bild von mir wohl mal gründlich überdacht? Oh Gott, das hat er allerdings. Er will ein Date? Aber ich hasse ihn. Er ist ein Macho, ein mieser, unglaublich süßer Macho. Ich weiß, liebes Tagebuch, ich bin frisch getrennt, aber ich erinnere dich daran, dass Marc nach Diät das häufigste Wort ist, das ich jemals auf dein Papier geschrieben habe. Nichts wird mein gebrochenes Herz besser kitten als ein romantisches Rendezvous mit Marc Meyer. Nichts brauchen gedemütigte Frauen mehr als Bewunderung und ungezügelte Leidenschaft. I know the night has reached that stage again, where I never want to see my home. I know that you'll provide the breaks. In diesem Sessel wird er mich lieben. Oder auf dem Tisch? Marc, doch nicht hier. Oh doch, Gretchen. Meine Abneigung war nichts als meine Art, dir zu zeigen, wie sehr ich dich begehre. Dann fegt er den Tisch leer. Unsere Lippen verschmelzen im Feuer der Leidenschaft. Unsere Körper sind wilde Tiere, die einander nicht bändigen können. Scheiße, meine Haare. Ach, Marc. Ich warte schon so lange auf dich. Sorry. Musst du noch einen Katheter legen. Marc? Hast du einen Schnupfen? Nee, eher aufgeregt. Riechst anders heute. Ich hab deinen Zettel gekriegt. Ich meine, wieso gerade heute? Wieso gerade jetzt? Das ist das für eine Frage? Nachher hast du doch wieder Dienst. Marc. Ist das jetzt ein Rollenspiel oder sowas? Weil ich habe nicht so viel Zeit. Geht's vielleicht auch ein bisschen romantischer? Boah, Gabi, mach jetzt, bevor der Unfall von der A7 reinkommt. Gabi? Kittel von Gabi? Zettel für Gabi? Sag mal, zugenommen. Sag mal, geht's noch? Hasenzahn. Hast du gedacht, ich will mich mit dir treffen? Quatsch. Natürlich nicht. Stehst auf mich. Ich? Marc, das ist ja lächerlich. Nur weil ich vielleicht früher in der Schule... Ach, früher. Früher auch schon. Dann danke ich dir. An diesen Quickie werde ich noch lang denken. Ich weiß gar nicht, für wen von uns das peinlich ist. Steff?
Steffi, Anke, Uli, Barbara, Betty. Ich stehe da nicht mal drin. Na, das ist toll. Okay, danke schön. Tschüss. Na, Maya? Kein schlechter Schlag für einen Gynäkologen. Wie viele Kinder kriegst du heute noch? Du, das kommt ganz darauf an, wie viele du wieder gemacht hast. Sehr gut. Ich ruf dich an. Ich bin so ein einfältiger, naiver, hoffnungslos, weiblicher Mensch. So, die Laborergebnisse sind da. Herzlichen Glückwunsch. Oh mein Gott. Ich bin überhaupt nicht in der Lage, ein Kind zu erziehen. Ich bin gerade erst wieder bei meinen Eltern eingezogen. Ich habe nicht mal mehr Kontakt zu dem... Herzlichen Glückwunsch, Sie sind nicht schwanger, wollte ich sagen. Wieso gratulieren Sie mir da verdammt nochmal? Na, weil Sie kein Kind wollen. Woher wollen Sie das wissen? Kollegin Hase, nun gucken Sie mal auf das Schild. Was steht denn da? Ach, ich weiß nicht, ich sehe nichts. Doktor der Gynäkologie steht da. Frauen sind mein Job. Was haben wir denn hier? Ihr Lieblingsmedikament? So. Schnalzen. Was den Rest Ihres Blutspiegels betrifft, Sie haben das hormonelle Profil eines Teenagers. Sie sollten die Pille wechseln. Ich bin verlobt, ich nehme keine Pille. Ich dachte, Sie sind getrennt. Ja, erst seit gestern. Dann sollten Sie die Pille wieder nehmen. Sie reagieren nämlich psychohormonell. Oh, hat der schöne Augen. Psychohormonell, ja. Hm. Ist das tödlich? Weinkrämpfe, Gewichtsschwankungen, Fressanfälle, Pickel. Die meisten Frauen leben damit problemlos bis an ihr natürliches Ende. Ich bin schon am Ende. Wie rechnen wir das denn jetzt mit der KV ab? Okay, ich muss jetzt auch los. Also meine Mutter wartet schon. Die wartet schon beim Essen auf mich. Ja, aber da war nichts. Also sonst war da gar nichts. Oh Gretchen, was ist mit dem kleinen Haus und der gemütlichen Praxis und den fünf Kindern? Ach Scheiße, Gretchen, ich bin 36. Ich schätze, ich brauchte bloß einfach noch mal Bestätigung. Gib mir noch eine Chance, hm? Ach Schatz, jetzt mach dich doch nicht unglücklich. Verzeih ihm und pfeif auf die Karriere. Dieser Mensch hat mich betrogen, ja? Er hat mein ganzes Leben kaputt gemacht. Und du, hör endlich auf, mir einzureden, dass ich keine Karriere machen will. Ich will nicht mit Ende 50 da sitzen mit drei Kindern in einem perfekten Haus und mir die ganze Zeit einreden, dass es richtig war, nichts aus meinem Leben gemacht zu haben. Margarete, wie kannst du denn sowas sagen? Ich bin sehr glücklich. Och, Mama, bitte. Wir wissen doch alle, dass du nur darauf wartest, dass er aufhört zu arbeiten. Aber das wird nicht passieren. Tut mir leid. Ja, ich gehe jetzt dann mal den Pudding stülpen. Peter. Hau einfach ab. Ich puste die Kerzen alleine aus, ja? Come a day I walk this earth where steps are taken. Hallo? Gott? Was habe ich dir getan? Ich gebe mir jeden Sonntag die Predigt. Und jetzt das hier? Bitte gib mir ein Zeichen, wenn du einen Plan für mich hast. Ich bin die kleine dicke Frau hier im Park. Hier, hier, hier. Blaue Seide,
Zeit. Das gibt's doch wohl nicht. Schwester Sabine? Ja, schicken Sie mir bitte sofort ein Sani-Team in den Stadtpark. Der Infarkt aus der Zwei fährt hier spazieren. Frau Schmitz, tun Sie mir das doch bitte, bitte nicht an. Sie sind frisch operiert. Und außerdem können Sie nicht einfach Ihren Tropf... Sie haben Ihren Tropf mit in den Park genommen. Also das war sehr, sehr kindisch von Ihnen. Kindisch täte Ihnen aber auch ganz gut. Sie sind immer so verklemmt. Solche wie Sie, die haben ein Reihenhaus und Rosenbüsche, die zur Hausfarbe passen. Ich sag Ihnen mal was. Ich habe das hormonelle Profil einer 16-Jährigen. Ich lebe in einem rosa Zimmer und mein Nachttisch hat die Form eines Pferdekopfes. Ich würde sagen, mein Leben ist um einiges kindischer als Ihres. Dann seien Sie doch froh. Wer möchte denn schon erwachsen sein? Wer möchte denn schon fertig sein? Hermann? Mhm. Sind wir fertig? Nein. Ich bin aber erwachsen und ich will nicht noch mal von vorne anfangen. Es kann aber sehr, sehr schön sein, immer wieder neu anzufangen. Wir lernen jetzt Samba. Und Rollerskaten. Warum sind Sie so traurig, Kleine? Naja, ich weiß ja, dass ich das kann. Mit der Karriere. Aber irgendwie geht immer alles schief. Na, hören Sie mal, Sie haben mir doch das Leben gerettet. Ich habe alles ganz genau gesehen, von der Decke aus. Zuerst ist die Kleine ohnmächtig geworden. Und dann haben sie mein Herz massiert. Ich verstehe ja nichts davon, aber ich fand, das sah sehr professionell aus. Es hat ja auch geklappt, nicht? Sie sind vielleicht nur eine Krankenschwester. Aber wenn Sie Ihr Leben mal so richtig anpacken würden. Einfach mal mutig sein. Also, Hermann, jetzt halt die Klappe. Einfach mal mutig sein. Kälbchen. Früher gab es keine Akten, da wurde einfach operiert. Sieh dir an, was aus deinem Vater geworden ist, ein Bürohengst. Oder hast du Dr. Brinkmann irgendwann mal über Akten sitzen sehen? Ich nicht. Was kann ich für dich tun? Ich wollte mich für die Nachtschicht eintragen lassen. Du hast keinen Arbeitsvertrag, ich fürchte. Willkommen im Team, Dr. Hase. Vielen Dank, Herr Professor. Und, Dr. Kahn, alle Kinder gesund zur Welt gebracht? Schönen Feierabend. Kaffee? Ich meine... Trinken Sie Kaffee? Nein. Tee? Nein. Saft? Dr. Hase, ich hoffe, ich habe Ihnen nicht das Gefühl gegeben, dass ich Interesse... Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Ich wollte Sie auch nicht bedrängen. Ich meine, ich wollte ja gar nichts außer Kaffee. Ein bisschen reden vielleicht. Es geht nicht. Und ich gehe jetzt auch. Entschuldigung. Ach, Frau Doktor, ich bin wirklich, wirklich froh, dass endlich mal eine Ärztin hier arbeitet, die all den unsicheren jungen Patientinnen Mut macht, dass man auch als ganz normale Frau mit ihren kleinen menschlichen Problemzonen erfolgreich sein kann. Aber einen Rat habe ich für Sie. Fischen Sie nicht in fremden Gewässern. Zurück in die Gün. Sie haben sich gerade erst in die Chirurgie versetzen lassen. Aber Dr. Meyer liebt mich nicht. Ach, Schwester Gabi, Sie können nicht je nach Zuneigung die Stationen wechseln. Morgen verlieben Sie sich in Dr. Fuchs, dann wollen Sie in die Radiologie. Dann verlieben Sie sich in Dr. Schmidt, dann wollen Sie in die Pathologie.
Sie hätten mir auch einfach nur sagen können, dass ich nicht der Typ bin. Ach, und das hier können Sie Maya geben. Aber vielleicht schreiben Sie sich vorher ein paar Nummern raus. Ich bin ja nicht gut genug für einen simplen Kaffee. Und Schwester Gabi, was Sie betrifft, ich trinke Ihnen mit Milch. Merken Sie sich das bitte, ja? Danke. Herr Meier. So, Frau Schröder. Alles Gute für Sie und für das Kind. Wiedersehen. Wiedersehen. Oh. Jetzt machen Sie sich mal keine Sorgen, Herr Schröder. Und behalten Sie Ihr Geld. Ihre Frau hat mir gesagt, dass Sie arbeitslos sind. Ja, momentan ja, aber wir haben heute auf der hohen Kante und na, lassen Sie es mal liegen. Ja, sag mal, Max, wo bleibst du denn gerade mit einem Blinddarm auf dich? Bin unterwegs. Mein Gott, lackiert euch die Nägel oder was ihr sonst so macht, wenn euch langweilig ist. Du, in 5 Minuten fangen wir an, auch ohne dich. Du, ich lass mir von Frauen überhaupt nichts befehlen, ja? Und du als Assistenzärztin bist weder befugt noch befähigt, eine OP durchzuführen. Haben wir gesehen, was passiert, wenn du mit Skalpell in der Hand deine Tage bekommst. Ist der scheiße? Aufgelegt. OP ist vorbereitet. Was ist denn passiert? Du hast eine Platzwunde. Das ist nur ein Kratzer. Ja, ab. Nun, der ist aber schwer. Ob der wohl ein Sixpack hat? Wie schaffen Männer das, Sport zu treiben, erfolgreich zu sein und dann auch noch Frauenherzen zu brechen? Der bricht doch keine Frauenherzen. Wir müssen operieren, Hase. Das schaffst du nämlich doch gar nicht. Ja. Ich brauche ein bisschen Beta zum Desinfizieren und ein 2-0er. Legen Sie mir den Zugang, Schwester Sabine. Ich? Sicher. Der ist doch prima zum Üben. Also es muss ja eigentlich immer ein Oberarzt anwesend sein. Ja, der ist sediert. Also wenn Sie sich jetzt entscheiden würden, ob Sie an einer OP mit einer Assistenzärztin teilnehmen und die Narkose einleiten wollen? Sie können auch alle gehen, ich mache das auch alleine. Also ich bleibe, Frau Dr. Hase. Ich finde Sie ganz, ganz beeindruckend. Danke. Ans Besteck, Schwester. Gut. Wir gehen rein. Skalpell und Musik bitte. Und Schnitt. The first cut is the deepest. Was ist denn das hier? Sag mal, wie viele Stiche sind denn das? 3 hätten gereicht, aber ich war gerade so in Fahrt. Gott, und das bei deinem Talent? Das gibt doch einen Narbenhügel. Marc, Nadel und Faden sind mir als Frau doch schon in die Wiege gelegt worden. Jetzt wischt dir kein Dreck in die Wunde. Was machst du eigentlich hier? Hast du die ganze Nacht hier gelegen? Ja, ich meine, ich dachte, zur Sicherung der Vitalfunktion ist es besser, wenn jemand hier ist. Verstehe.
Ich habe deinetwegen Medizin studiert, weißt du es eigentlich? Als ich dich damals auf dem Schulhof reanimiert habe und du mich so angeguckt hast, das war der Moment, in dem ich wusste, ich will Menschen retten. Ja, komm schon, sag was Blödes. Und wieso? Ist doch süß. Wenn man es genau nimmt, hast du es mir zu verdanken, dass du Akademikerin geworden bist. Genau. Da sage ich doch noch mal recht herzlichen Dank, Herr Doktor. Bitte. Sag mal, wie wird man eigentlich so arrogant? Viel Übung. So 1-2 Stunden am Tag nehme ich mir schon dafür. Mhm. Vielleicht schickst du mir mal einen Trainingsplan rüber. Man könnte die Lösung für mich sein. Ich werde einfach ein ignorantes Arschloch, das nichts mehr fühlt. Wie kommst du darauf, dass ich nichts fühle? Du bist inkompetent, besserwisserisch, zickig. Aber irgendwas hast du, was mir gefällt? Wahrscheinlich meine Brüste. Nein, ich möchte fast überhaupt mir sprechen hier von innerer Schönheit. Ich war gar nicht in dich verliebt. Natürlich. Gretchen, mein Pflaster, das zieht irgendwie so. Kannst du mal gucken? Du hast mich noch nie Gretchen genannt. Gretchen. Dein Herz schlägt. Ja, ich weiß. Leider. So, das Pflaster sitzt wieder, Dr. Meyer. Sag mal, spinnst du? Nee, du, ich mach einfach nur Karriere, weißt du? Wie alle Männer. Es ist nicht bewiesen, aber wer genau auf sein Herz hört, weiß, was er fühlt. Stolz, dass man etwas richtig gemacht hat. Freude, weil man ein Leben gerettet hat. Oder Zweifel, ob man jemals eins hatte. Eine bittere Erinnerung an den Menschen, der es gebrochen hat. Eine unheimliche Leere, weil man nie wirklich geliebt hat. Hilflose Wut, weil man nicht weiß, ob das gebrochene Herz jemals wieder heilen wird. Aber wenn man ganz fest dran glaubt, kann man die Scherben kleben. Man weiß nur nie, wie lange es dauern wird, bis ein neuer Platz im Herzen frei wird. Und wer ihn einnehmen wird. Aber ich, Gretchen Hase, tausche meine Angst in Mut. Eine erfolgreiche, glückliche Frau zu. Mann, oh!